In diesem Video geht es um die wichtigsten drei bzw. wichtigsten vier Supplemente, die Wirkung dahinter und warum gerade du bzw. auch jeder andere genau diese Supplemente nehmen sollte. Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Falls du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit und heute sprechen wir über die drei bzw. vier wichtigsten Supplemente. Das erste Supplement, was einen Großteil unserer Gesundheit, das heißt Thema Knochenstoffwechsel, alles was mit Osteoporose zu tun hat, aber vor allem der Themenschwerpunkt Immunsystem, ist das Supplement Vitamin D3. Wir haben ein separates Video hier oben schon gemacht zum Thema Vitamin D3, wo wir genau auf die Wirkung eingegangen sind. Das kannst du dir natürlich im Detail gerne nochmal anschauen. Aber ganz wichtig für dich zu verstehen ist, dass der Großteil an Menschen, die ich in meiner Praxis sehe, das heißt von denen ich individuelle Blutwerte messe, aber auch so ein Großteil der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und die in Studien untersucht wurden, haben einen chronischen Vitamin D3 Mangel. Aufgrund der Tatsache, dass wir in Deutschland einfach eine dezent schlechte Stellung der Sonne zu unserer geografischen Lage haben und damit zu wenig Vitamin D3 in der Haut produzieren, weil Sonnenlicht einfach essentiell wichtig dafür ist. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Statement zugeschickt bekommen, dass jemand gesagt hat, das ist alles Quatsch, das gibt's gar nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wir Sonnenbrillen tragen und durch Sonnenbrille tragen produziert man weniger Vitamin D3. Das ist alles Quatsch. Das heißt, auf solche Sachen braucht ihr alle erstmal überhaupt nicht zu hören, das ist wissenschaftlich keineswegs haltbar, sondern es geht darum, dass du deinen individuellen Blutwert auf einen richtig guten Wert steigerst. Und es gibt hier verschiedene Laborparameter bzw. verschiedene Einheiten des Vitamin D3 Parameters. Und das ist so, dass wir prinzipiell eine Grammeinheit oder eine Moleinheit haben. Ich per se arbeite mit der Moleinheit, weil das Labor, mit dem ich zusammenarbeite, das Ganze in Mol wiedergibt. Und da ist es so, dass der Vitamin D-Wert zwischen 100 und 150 Mol bzw. Nanomol liegen sollte. Das ist etwas, was individuell natürlich unterschiedlich ist. Das heißt, ob du ein Mann bist oder ob du eine Frau bist, je nachdem, wie viel Körpergewicht du hast. Aber ganz wichtig für dich zu verstehen, die meisten Menschen sind eher so bei 30 Mol roundabout. Und ich würde mal schätzen, so aus der Praxis, das sind bestimmt mindestens 80% der Menschen. Und Vitamin D wissen wir heutzutage, und das haben wir in dem Video über Vitamin D3 auch schon berichtet, extrem viele positive Wirkungen auf unser Immunsystem, aber auch auf unser hormonelles System. Das heißt, Thema Schilddrüse, die Schilddrüsenhormonachse funktioniert zum Beispiel nur richtig, wenn wir genügend Vitamin D3 haben. Und für dich ganz wichtig zu verstehen, Vitamin D3 solltest du immer in Kombination mit dem Vitamin K2 zu dir nehmen. Und du brauchst hier keine Sorgen haben, das K2 macht nichts mit deiner Blutgerinnung, auch nicht, wenn du blutgerinnungshemmende Medikamente nimmst. Auch das ist ganz klar in der Studienlage bewiesen. So viel zum allerersten Supplement. Es ist natürlich jetzt hier, und das kann ich dir als Arzt jetzt nicht sagen, wie viel du ganz genau nehmen solltest. Ich kann dir sagen, ich persönlich habe einen sehr guten Vitamin D-Wert und ich nehme ca. 5000 internationale Einheiten am Tag. Im Winter und im Sommer ein bisschen weniger, je nachdem wie viel ich draußen bin. Ganz wichtig, immer mit Fett, mit Magnesium zusammen einnehmen, damit das Ganze auch richtig aufgenommen wird. Das zweite Supplement ist Omega-3 und auch hierzu haben wir schon ein Detailvideo gemacht, das kannst du dir sehr gerne anschauen. Omega-3 ist das Allerwichtigste, wenn es um dein Entzündungsmanagement in deinem Körper geht. Das heißt, Omega-3 sorgt nachweislich dafür, dass Entzündungen gehemmt bzw. Entzündungen runtergefahren werden, weil Omega-3-Fettsäuren wirken anti-entzündlich. Sie haben noch sehr, sehr viele andere Funktionen, aber da ist es eben so, dass auch das, genauso wie beim Vitamin D3, kannst du individuell steuern, indem du deinen Omega-3-Index bestimmst. Und der sollte zwischen 10 und 12% roundabout liegen. Hast du eine chronische Erkrankung, wie zum Beispiel Probleme mit der Haut, Psoriasis, also Schuppenflechte, oder andere chronische Erkrankungen, kann es durchaus Sinn machen, deinen Omega-3-Index noch weiter nach oben durch die Einnahme zu schieben. Denn das ist aus Studiensicht, gerade bei Hauterkrankungen, wieder extrem sinnvoll, um diese anti-entzündliche Kapazität weiter nach oben zu treiben. Das heißt, normalerweise würde ich zwischen 2 bis 4 Gramm am Tag empfehlen.
aus Omega-3-Ölen. Ganz wichtig hier, dass es 2 bis 4 Gramm EPA und DHA sind. Nicht 2 bis 4 Gramm Fischöl, sondern 2 bis 4 Gramm EPA und DHA in Kombination. Das kannst du ganz einfach rausfinden, indem du auf dein Omega-3-Produkt hin drauf schaust. Und da ist es ganz wichtig für dich auch zu verstehen, aus Leinöl wirst du niemals genügend Omega-3 herausholen, beziehungsweise in deinem System kommen wesentlich weniger an, als du aufnimmst, weil das eine pflanzliche ist und unser Körper arbeitet aber mit EPA und DHA. Von dahingehend ist es wichtig, entweder ein vernünftiges Fischölpräparat zu nehmen oder, wenn du Veganer oder Vegetarier bist, ein vernünftiges EPA und DHA Algenpräparat zu nehmen. Und nicht zu denken, nur weil du viel Leinöl konsumierst, dass du dadurch genügend Omega-3s aufnimmst. Dem ist nämlich nicht so. Hast du jetzt eine chronische Erkrankung, kann es durchaus sein, dass du bis zu 5 Gramm am Tag hochgehen solltest, damit das Ganze für dich dann ganz besonders positiv ist. Das dritte Supplement ist Magnesium. Magnesium ist enorm wichtig und ist auf jeden Fall von den drei wichtigsten Basic-Supplementen das, was an den meisten Reaktionen in deinem Körper beteiligt ist. Das heißt, wenn wir hier über enzymatische Reaktionen sprechen, ist Magnesium bei ganz vielen davon essentieller Bestandteil, damit die Reaktion im Körper richtig vonstatten gehen kann. Das heißt, wir haben Wirkung von Magnesium auf unsere Muskulatur. Das ist das, was die meisten kennen. Das heißt, dass es entspannend auf unsere Muskulatur wirkt. Aber vom Grundtenor her hat es auch sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf das Thema Schlaf. Weswegen es eben nicht nur dieses typische sein sollte, ich habe Sport gemacht, ich habe irgendwie Muskelkrämpfe oder Muskelzucken und dann nehme ich Magnesium. Magnesium-Einnahme sollte dauerhaft und täglich erfolgen. Primär meiner Ansicht nach abends, denn dann beeinflusst es den Schlaf maximal. Ich habe auch viele Patienten, die morgens schon eine Kapsel nehmen und von der Dosierung her auch da wieder Studienlage, roundabout 300 Milligramm elementares Magnesium am Tag. Auch hier ist wichtig, Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Das heißt, Magnesiumbisglycinat ist was anderes als Magnesiumcitrat. Das ist was anderes als Treonat, Malat, Taurat. Das sind 5 verschiedene Magnesiumformen jetzt schon. Und das ist einfach ganz wichtig, dass du nicht ein Produkt konsumierst, wo zum Beispiel ganz viel Magnesiumoxid drin ist. Denn das ist eine sehr schlechte Magnesiumform, die wir für nicht sehr viele von diesen enzymatischen Reaktionen nutzen können und die auch in einem sehr geringen Maße nur aufgenommen wird. Dahingehend ist es wichtig also, dass du ein Magnesiumprodukt konsumierst, wo mehrere Formen kombiniert vorliegen. Nicht nur eine, sondern mehrere, denn dann hast du synergetische Effekte und das Ganze wirkt sich auf mehreren Systemen direkt aus. Ganz viele Produktempfehlungen posten wir dir sehr gerne einfach mal hier unten in die Beschreibung rein. Das heißt, wenn du eine Empfehlungsfrage hast oder eine Frage zu einem bestimmten Supplement, kannst du das natürlich sehr gerne auch in die Kommentare posten. Wie gesagt, die Produkte, die ich persönlich empfehle, verlinken wir unten in der Beschreibung. Kommen wir zum vierten. Und das ist ein Produkt oder eine Empfehlung, die in Klammern steht. Das heißt, deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, die drei wichtigsten Basic Supplements oder die vier wichtigsten Basic Supplements. Denn hier sprechen wir über ein B-Komplex. Ein B-Komplex, also die ganzen verschiedenen B-Vitamine, B12, B6 und wie sie nicht alle heißen. Da ist es vom Prinzip her so, dass das für die meisten Menschen schon Sinn macht. Wenn wir uns allerdings in der Problematik befinden, dass wir ein Entgiftungsproblem haben oder dass wir vielleicht schon sehr, sehr, sehr gute B-Vitamine haben und das sehen wir in einer individuellen Blutanalyse zum Beispiel, dann ist es so, dass das für dich natürlich dann viel mehr Sinn macht, ein bestimmtes B-Vitamin zu supplementieren. Also wenn deine B-Vitamine alle gut sind, aber du hast zum Beispiel nur einen B12-Mangel, macht es natürlich Sinn, B12 gesondert zu sich zu nehmen und das Ganze nicht zu versuchen zu erhöhen, indem du ein Komplex B nimmst. Bist du allerdings eine Frau und du nimmst die Pille, dann leidest du so oder so an einem chronischen B-Vitaminmangel, weil die Pille dafür sorgt, dass sehr, sehr, sehr viele B-Vitamine verbraucht werden. Hier ist es also auch wieder wichtig für dich. Nimmst du die Pille, macht es durchaus Sinn, einen B-Komplex zu nehmen und ein Magnesium dazu zu nehmen. Das gehört aber ja schon zu den ersten drei Basic Supplements. So, für wen sind diese Supplemente jetzt geeignet? Das sind die Basic Supplements. Das heißt, das sind drei Gesundheitssupplements, die für jedermann geeignet sind. Egal, ob du Sportler bist,
Egal, ob du normalo bist. Wenn du ein Kind bist, dann natürlich nicht die gleiche Dosierung, sondern runterreguliert. Vom Prinzip her, Neugeborene bekommen auch Vitamin D3, sogenannte Vegan-Toiletten. Und das, danach hört es dann auf. Vom Prinzip her, Vitamin D essentiell wichtig, auch im Kindesalter. Omega-3 genauso, Magnesium genauso. Ältere Menschen, das heißt auch Menschen über 60 oder über 70, auch für die ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Und hier bekomme ich ganz oft von Menschen gesagt, ja, aber vor 60 Jahren, wir sind ja auch alt geworden ohne diese Supplemente. Ja, vor 50, 60 Jahren hatten wir noch ein ganz anderes Leben. Da hatten die Nährstoffe noch viel mehr, die Lebensmittel noch viel mehr Nährstoffe. Wir hatten weniger Stress, wir hatten weniger Umweltgifte und dadurch hatten wir auch weniger Nährstoffmängel in unserem System. Von daher, ganz, ganz wichtig für dich, wenn du jemand bist, der schon viele Supplemente nimmt, wie Kreatin, Glutamin oder andere Dinge, aber diese vier Supplemente nimmst du nicht. Das ist die absolute Basis. Es macht keinen Sinn, über ein anderes Supplement im Detail nachzudenken, wenn man kein Vitamin D, wenn man kein Omega-3 und wenn man kein Magnesium nimmt. Das ist die wirkliche Basis, das ist das Fundament, auf das du aufbauen solltest. Wenn du Fragen dazu hast, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like oder auch gerne über das Teilen vom Video. Ansonsten hab einen ganz schönen Tag und bis dahin, dein Timo.